Thank you.
Servus, grüßt euch, da ist der Weidler. Warte mal, ich komme ein bisschen zu euch wieder rüber. Ich glaube, da hört es mich besser und seht es mich besser. Ja, ich bin wieder im Wald unterwegs, im Bayerischen Wald, in meiner Heimat, wo ich herkomme, im Dreiländereck. Und ich war halt schon ein bisschen auf Wanderschaft, habt ihr gesehen an den Bildern. Und jetzt bin ich da irgendwo ein Lagerbauerin im Wald und da halt meine Nacht darin verbringen. Morgen wandere ich dann weiter den ganzen Tag bis abends noch. Das wird sehr, sehr geil, weil einfach das Wetter, ja, es ist ein Traum. Es ist ein Traum, es ist unbeschreiblich. Wir haben ja jetzt wahrscheinlich 16 Grad raus, das ist angenehm auf Nacht so 3, 4 Grad. Richtig cool, es ist trocken, es ist kein Regen angekündigt in der Region. Ist zwar bewölkt, aber egal. Ja, ihr seht, ich bin halt komplett anders dazu. Ich bin halt einfach einmal anders unterwegs. So bin ich eigentlich privat auch öfter einmal unterwegs. Und zwar mit Jeans, mit Flanellhemd, mit anderen Rucksack. So quasi schon mal so oldschool, Lumberjack-mäßig. Und das ist ein Projekt, wo ich schon lange ersehnt habe, dass ich das einmal umsetzen kann. Und jetzt hat es endlich geklappt. Und zwar habe ich endlich einmal einen Sponsor gefunden, einen Kooperationspartner, nennen wir das so, der mir einfach Ausrüstung zur Verfügung stellt zum Testen. Und das ist der Bundeswehrshop online. Die haben mir das ganze Equipment hier gegeben, dass ich das einfach einmal teste und einmal eine schöne Nacht draußen verbringe. Und mich hat einfach diese Erfahrungswerte, wo sie mit so einer günstigen Ausrüstung sammelt, an euch weitergeben. Ich habe mir ein bisschen Ausrüstung ausgesucht aus dem günstigen Segment, wie ich gesagt habe, weil ich meiner Neujahrsansprache auch gesagt habe, ich möchte das Jahr ein bisschen überwiegend mit günstigen Ausrüstung arbeiten, weil mir einfach wirklich tausende von Leuten angeschrieben haben die letzten zwei Jahre und sagen, hey Weidler, kannst du mir ein Video machen, wo man einfach ein bisschen eine günstigere Ausrüstung vorstellt. Und ja, das mache ich jetzt. Es gibt Ausrüstung, wo günstig ist und auch sehr gut. Man muss nur rausfiltern, das muss ich dazu sagen. Ich habe sehr viele Jahre Erfahrung mittlerweile. Aber ja, schon sehr viel Ausrüstung durch und ich weiß, es gibt aus dem billigen Segment und aus dem günstigen Segment auch gute Sachen. Ich persönlich nutze überwiegend sehr viel High-End-Produkte, klar, weil ich ja wirklich auch jede Woche mindestens einmal raus bin und da braucht man einfach ein ganz anderes Equipment. Aber um das geht es jetzt nicht, es geht um das, dass manche Menschen einfach auch so ein Hobby ausüben, mengen, ein bisschen Bushcraft, Survival, Outdoor, einfach rausgehen wollen, sich ein bisschen draußen aufhalten, ein bisschen was bauen. Und das tun sie vielleicht einmal im Monat und wollten nicht so viel Geld ausgeben oder haben da nicht so viel Geld. Und da möchte ich einfach den Leuten ein bisschen einen Weg weisen. Was kann man sich kaufen, was sollte man lieber bleiben lassen, weil wenn man eh kein Geld hat und kauft sich jetzt eine Säge für 15, 20 Euro und ist ein Schrott, da möchte ich abraten davon. Das ist einfach das Ziel, was ich mit sicheren Videos verfolge. Ihr habt es gesehen, wie gesagt, ich habe einen Schlafsack, Taub, Isomatten und halt dabei. Ich möchte jetzt einfach hier ein Lager errichten und das Ganze dann ein bisschen mitbegleiten. Ich will immer ein paar Worte sagen zu dieser Ausrüstung, was mir auffällt, wie ich es finde, wie es sich angelangt, keine Ahnung. Wir morgen in der Früh ein Resümee abgeben, wie ich geschlafen habe in den Schlafsack herin. Das ist ein wenig so ein Schlafsack, der geht glaube ich bis 5 Grad plus. Aber wenn wir da so 3 Grad haben, wird mir das definitiv ausreichen. Ich bin extrem gespannt, wie das Ganze wird. Wir sehen uns jetzt gleich unten beim Lagerplatz. Ich habe jetzt einfach einen Platz ausgesucht. Da scheint ein bisschen Sonne noch einer. Perfekt. Und da baue ich jetzt mein Lager auf, weil zu viel Zeit kann ich verlieren, weil es auch bald dunkel wird. Das ist jetzt momentan so also leider der Nachteil. Jetzt dann wird es halt da drin um 5:30, 6 ist halt dann locker finster da drin und das ist schlecht, weil ich natürlich das ganze Jahr filme. Okay, dann sehen wir uns unten beim Lager. Bis gleich. Ja, und bevor das erst überhaupt einmal loslegt da draußen und bauen wir jetzt ein Lager, weil ich muss jetzt ein paar Stangen suchen, muss dann Brennholz suchen, muss jetzt meine Nachtquartier aufbauen, möchte ich einfach noch ein paar Worte sagen zu dieser Jacke, Hose und Mütze. Ihr seht es, muss ich da auch haben. Und ich will diese Jacke jetzt gleich ausziehen, weil es jetzt warm wird, Sonne kommt raus. Und wo die mir ist mir eingefallen, sage ich jetzt gleich mal ein paar Worte drauf. Das ist eine Jacke von der Eigenmarke Bundeswehrshop Online. Habe ich mir ausgesucht, weil es mir einfach optisch gut gefällt. Und ich weiß, diese Jacken, wo innen ein bisschen Futter drin haben, dann eine schöne Innentaschen und so, sind wirklich, wirklich praktisch. Ich habe das in meinen Instagram-Stories gesehen, dass ich eine Jacke besitze schon. Schon länger, schon sehr, sehr lang früher, sehr, sehr oft abgasssicher Sachen und gehe gern damit raus. Sie sind wirklich top. Natürlich, wenn es regnet, muss man Regenjacken drüber anziehen, braucht man gar nicht reden. Aber für das Geld kann man diese Jacke kaufen. Die ist auf jeden Fall aufgenommen bei mir in meine Lieblingskleidungsstücke jetzt mittlerweile. Das ist wirklich cool, ich mag es total gern. Hoffe, dass es lang hält. Aber bis jetzt fällt noch gar nichts. Ich habe es nicht nur heute, ich habe es schon länger. Ich habe die ganze Sache schon ein bisschen länger daheim und läuft im Hintergrund schon ein bisschen. Und richtig cool. Flink sei ich, geil. Dazu diese Hose von Branded, ihr seht es, eine Jeanshose
mega, mega bequem. Also die will ich auf jeden Fall auch privat tragen, weil das wirklich eine geile Hosen ist. Beschützt vielleicht gar nichts, kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Wenn ich so halbwegs übertrage, kann ich euch mehr sagen. Aber auch diese Hose für die Jeanshosen, mega bequem. Also wirklich, ihr seht, es ist ein Stretch drin, so ein Elastananteil in dieser Hose. Also die ist ein bisschen, ja, man kann es ein bisschen ziehen. Und das ist wichtig, weil ich ja gern bewegt. Und von dem her mag ich es ganz gern, weil die ganz dicken Jeanshosen und so mag ich jetzt nicht so gern. Auch privat trage ich die ein bisschen mit so einem Stretch drin, weil die einfach bequemer sind. Man kann, wenn irgendwas ist, besser arbeiten damit. Keine Ahnung, wenn man irgendwo aufklettern muss oder sonst was, ist ein bisschen angenehmer. Auch dieser, ja, Merino-Beanie oben, wie man sagt, also diese Mütze, sehr, sehr dünn, ist von A. Blöchel, der Marken, habe ich mir auch ausgesucht, weil einfach so ein dünnes Merino haben für diese Jahreszeit ja perfekt ist, weiß ich, weil ich habe einige Merino-Mützen daheim, überwiegend nutze ich fast nur noch Merino, wisst ihr ja, von dem her richtig cool. A. Blöchel, von dem fällt mir jetzt gerade ein, habe ich auch meinen Notkocher gekauft, ist wirklich sehr gutes Produkt, habe ich schon, keine Ahnung, 10 Jahre länger. Und diese Mütze, denke ich, wie ich es angeschaut habe, von der Verarbeitung her, picobello, 100% Merino, kann ich euch absolut empfehlen. Diese drei Teile haben bei mir schon mal absolut top bewertet. Wie es dann weitergeht, bin ich gespannt. Also kommt da mit Sicherheit ein bisschen was Negatives. Ich bin wirklich sehr ehrlich, aber optimistisch eingestellt. Ich schaue, dass ich was Gutes mache draus, aber ich lüge euch nicht an. Ich erzähle euch wirklich die ehrliche Geschichte. Und da würde ich sagen, geht es jetzt weiter. Ja, Jacken habe ich ausgezogen. Ihr seht es, ich habe drunter einfach nur eine Merino-Wolle, ein Long Sleeve, habe ein T-Shirt drüber. Das reicht absolut für diese Jahreszeit jetzt aus. Also da braucht man gar nicht reden. Ja, weil ich das Ganze ein bisschen auspacken muss, klar, dass ich in die Ausrüstung innen komme. Ihr seht es hier, in Atex habe ich hier einen Schlafsack von Miltec. Da wird am Morgen in der Früh einiges erklären dazu. Wie ich drin geschlafen habe. Also ich habe Miltec Schlafsäcke daheim, aber den habe ich jetzt noch nicht und ich bin echt gespannt, und das, was ich auch schon alles hier verhängt hier, wenn ich mal schaue, dass ich es rauskriege, genau, eine Karabiner. Ihr seht, das ist alles bei mir immer gesichert, dass ich auch nichts verliere, weil der Schlafsack, wenn ich verliere, ist schlecht. Es kann echt einmal so blöd hergehen, dass der runterfällt und man hört es gar nicht, wenn weg ist er. Deswegen ist bei mir immer alles, was außen dran hängt, gut mit Karabiner gesichert. Und ja, diesen Schlafsack hier in Atex bin ich gespannt. Wie gesagt, ich sage morgen mein erstes Resümee über den Schlafsack, wie er ist, wie ich den geschlafen habe. Und jetzt geht's da weiter. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, aber jetzt geht's da unten mitten im Wald los. Oder uns irgendwas backen oder ist das ein Harvester? Keine Ahnung. Motorsägen hier jetzt gerade nicht, aber irgendeine Gerätschaft fährt da ziemlich weit entfernt zwar. Hoffe, das stört nicht allzu sehr und haben bald wieder ab. Bis mitten im Wald drin und dann sowas. Ja, genau. Auch hier seht ihr den Rucksack hier. Das ist auch von der Bundeswehr Shop Online Eigenmarke. Das ist hier das Emblem drauf. Das ist eigentlich nur, was ich so festgestellt habe, der Nachbau von Bundeswehr Kampfrucksack. Das kann ich sagen, aus Erfahrung, weil ich selber einen gehabt habe, Bundeswehr Kampfrucksack ist nicht sehr bequem zum Tragen, er geht, aber er ist, also finde ich eigentlich ein bisschen schwach, dass man sowas entwirft für unsere Soldaten, die etwas Besseres verdienen, wenn ich damit arbeiten muss, aber mittlerweile dingen sie auch schon um, aber das, wo man den Rucksack auch zugute halten muss, er ist mega robust und sehr, sehr günstig, geräumig, da gehört man alles ein für eine Übernachtungstour, kein Problem, aber es gibt einfach, ja, aus dem High-End-Bereich Rucksäcke, die haben das einfach, oder aus dem Wanderbereich, Trekking-Rucksäcke, die wo tausendmal ein besseres Tragesystem haben wie dieser Bundeswehr-Rucksack. Und das ist jetzt der Nachbau, er ist ziemlich identisch, ich müsste jetzt erst wirklich vergleichen, er ist ein bisschen anders, klar, oder war ein gutes Taschensystem, zwei Außentaschen, er hat hier oben eine Tasche, was mir gut gefällt, im Deckel hier, oder hier eine oben, die kann man aufmachen, und er hat auch unten eine. Das finde ich ganz gut. Und ja, ich habe eigentlich alles relativ gut eingebracht für eine Tagestour, beziehungsweise bin ich zwei komplette Tage unterwegs und eine Nacht habe ich alles reingekriegt. Der Schlafsack ist jetzt nicht ins Schlafsackfach unten reingegangen, das war wiederum zu klein. Also man sieht, ich habe ihn schon gut komprimiert, aber er ist schon ein ganz schönes Kaliber. Also eigentlich schon von der Größe her wie so ein Winterschlafsack, wie so ein Defense 4 oder Defense 5, je nachdem so in der Größenordnung. Das ist jetzt kein Winterschlafsack, nicht
Aber da merkt man einfach den Preis, klar, das ist kein Thema. Deswegen ist er nicht schlechtest. Aber der passt unten auf jeden Fall jetzt nicht ins Rucksackfach. Ich würde sagen, dass von der Größe Carinthia Tropen zum Beispiel schön einpasst. So in dem Packmaß hier, der passt ein. Aber so, ansonsten habe ich alles in diesen Rucksack reingekriegt. Und was mir ganz, ganz gut gefallen hat bis jetzt, ist diese Schnalle hier. Hier ist oben eine und der unten ist noch eine. Die ist weiter unten. Sieht man es jetzt nicht gescheit, ist der unten. Also da kann man Werkzeug rein, da wie eine Axt oder so oder wie ein Spaten, je nachdem. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass das da drauf ist. Man kann es zuziehen. Und ja, dann hat die Saison backe ich jetzt weiter aus. Schauen wir, ob ich noch was dabei habe. Und dann bauen wir Lager. Ja, da seht ihr jetzt, was ich jetzt gerade runternehme, ist von Miltec eine Thermomatte, selbst aufblasbar. Gewicht von 1350 Gramm. Ist jetzt für gute Isomatten, sage ich jetzt, nicht so dramatisch. Also wenn ich meine Kleinmitte anschaue, wie da haben wir die Winterisomatten, die sind natürlich auch schwer. Dann packen wir es hier viel kleiner. Aber ich bin einmal gespannt. Also sie hat eine Länge von 1,85 m, ich bin 1,80 m knapp. Mal schauen, ob ich da hinkomme, aber ich habe noch nie in meinem Leben eine selbst aufblasbare Isomatte gehabt. Ich mag es einfach probieren. Das Ganze ist in Woodland-Tarn. Ich bin echt gespannt. Da will ich auch noch mal drauf eingehen jetzt dann. Dann werden wir uns das einmal anschauen, wie die funktioniert und wie ich drauf schlafe. Also ich kenne viele, die wollen nutzen, die sagen, dann ist cool. Ich kann natürlich jetzt nichts dazu sagen, nach einmal gebrauchen, ob die Ventile lang halten. Aber so schlecht schauen sie mir jetzt nicht an. Okay, schauen wir uns nachher an. Mal kurz ein Wort zum Rucksack, was mir gleich mal negativ aufgefallen ist. Also ihr seht nämlich dieses Fach unten, da passt natürlich der da wirklich nicht rein. Ich habe es probiert mit Stopfen und Eindrucker. Man kriegt noch nicht rein. Für einen kleinen Schlafsack kein Problem, aber man kann auch oben drauf tun. Und hier unten sieht man diese Befestigungsgurte. Also, dass man da was durchsteckt. Aber was sollte man da großartiges durchstecken? Das ist wirklich sehr, sehr kurz. Also wenn es maximale Länge ist, jetzt dann ungefähr so. Ihr seht, da kriege ich vielleicht ein Scheitel Holz durch und das war's. Aber so richtig Isomatten drauf befestigen oder so mit diesem Gurt hier, der kann ein bisschen länger sein, aber ist er nicht. Man kann es auch anders befestigen, habt ihr es gesehen. Ich habe es mit, mache es sowieso immer mit, ja, Expander, das Ganze. Und der Fall war erledigt. Gut, dass man hier unten was reinhängen kann, das gefällt mir auch, das ist wichtig. Und hier sind nochmal die Rückenplatten, wenn wir gerade dabei sind. Ist eigentlich wirklich bequem zum Tragen. Ich habe drin noch Isomatten von der Bundeswehr, die Faltisomatten. Die habe ich fast immer dabei, weil man kann sich gut draufsitzen. Ich habe zwar die auch dabei, aber man kann sie draufsitzen und ich nehme sie halt immer als Rückenplatten her. Ihr seht, sie geht genau bis daher, seht ihr es? Und geht bis da rauf, bis daher. Man sieht es schon, da ist die drin und das ist wirklich sehr bequem, weil nichts durchsticht und weil sie sich gut anpasst. Also er tragt sich eigentlich wirklich bequem. Ich habe jetzt nicht viel Gewicht drin, also ich bin jetzt ungefähr bei 19 Kilo um den Dreh. Ist für mich nicht viel, 19 Kilo, ich habe mir das heute gedacht, ich bin da rum. War total easy, das einzige Blöde war diese Lampe hier noch nehmen und das Stativ, weil ich habe diese Lampe am Stativ drauf gehabt. Habt ihr euch wie schon gedacht, weil es da rumsteht auf einmal. Aber ich habe es nicht mehr am Rucksack hinten dran da, weil da habe ich es ja letztes Mal gebrochen und somit habe ich so ein Stativ dran gehängt und habe das getragen. Aber es war wirklich halt sehr easy, das Ganze. Ja, er hat auch hier, weil es auch noch mit gesagt, ich mag das echt ganz genau als Aussprecher, weil mir das wichtig ist, dass ihr das auch wisst. Ein Beckengurt, dieser Beckengurt ist bei mir ungefähr schon so und ich bin nicht, also kein Bierbauchträger nicht, also muss unbedingt länger werden. Das ist wirklich wichtig, weil sonst kann ich diesen Beckengurt hier nicht so machen. Also der ist wirklich für schmale Menschen gedacht. Und er hat hier oben keinen Brustgurt nicht. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Damit kann man leben. Ich persönlich mag es ganz gern, wenn die Trageriemen hier noch ein bisschen zurückgehen. Man kann sich hier auch schön einhalten beim Gehen. Ich mag das ganz gern. Aber da kann man auch mit einem Klettverschluss was machen. Ist jetzt kein Problem. Wirklich so an sich oder so. Gut geschlagen vom Tragekomfort her halt. Ja, und weiter geht's beim Rucksack ausräumen. Und wie gesagt, ich sage immer ein paar Worte dazu. Hier habe ich nämlich noch eine Jacke für heute auf Nacht, wenn es kalt wird, weil in der Region, wie gesagt, 3 Grad. Ich bin auf knapp
150 Meter, glaube ich, um den Dreh, was ich gesehen habe. Und habe hier eine Schlüpfjacke aus Nylon. Und zwar innen mit Vlies. Die habe ich mir auch ausgewählt. Und zwar wieder von Bundeswehr Shop Online. Diese Marke kennen wir ja schon, habe ich schon erklärt. Ist sehr baugleich, finde ich, die mit der Jacke von Branded. Da gibt es genau eine sichere. Die sehr, sehr schöne Jacke gefällt mir. Ist eine Schlüpfjacke, wie gesagt, hat hier an der Seite einen Reißverschluss, dass man besser einschlüpfen kann. Ich habe es doch schon ein paar Mal auch kurz zum Spazieren gehen. Cool, hat hier eine Brusttasche um, wirklich geräumig, kriegt man einiges ein, hat zwei Seitentaschen, hat eine Kapuze und hat einen Kordel. Hier oben und unten am Bund noch eine. Seht ihr, habe ich ein bisschen zugezogen. Und ja, was kann ich jetzt anfänglich sagen zu dieser Jacke? Sie ist in Oliv gehalten, ist wasser- und windabweisend. Inwiefern bei richtiger Regen das dicht hält, kann ich es nicht sagen. Aber ein bisschen Regen und so hält es auf jeden Fall dicht. Wind geht keiner durch, sie ist extrem warm, muss ich wirklich sagen. Ist im Preis, glaube ich, bei 44,90 umeinander. Really, really cool, darf ich sagen. Also mir gefällt es ganz gut, auch die Kapuzen groß geschnitten, kein Problem. Und die Jacke allgemein, muss ich sagen, sie ist eine M-Jacke, sie fällt ein bisschen größer aus. Also vielleicht jetzt S für mich auch da, sie ist ein bisschen groß. Also nur, dass ihr das wisst, wer sich so eine Jacke bestellen mag. Ich finde die richtig cool, gibt es auch in Tarn, gibt es in Schwarz und coole Farmer. Und ja, mal schauen, was sich heute schlagt. Wie gesagt, ich habe so ein paar Mal auf der Heimat gehabt zum Spazieren gehen. Cool. Eigentlich gute Jacken, kann ich bis jetzt nichts schlecht sagen. Ja, jetzt geht es da drin weiter. Ja, jetzt geht es da weiter. Schauen wir mal, was der Weitler noch alles mitgenommen hat für seine Übernachtung. Hier habe ich mein Mückenschelter dabei. Pouch voll, sagt's mal, Paracord. Dann, da bin ich ganz stark gespannt drauf. Ein Tarp, 3x3 Meter von der Firma Miltec. Bin ich gespannt. Auch preislich, glaube ich, bei 45 Euro rum. 3x3 Meter ist ordentlich. Und schauen wir, was wir noch drin haben. Wie ich gesagt habe, diese Falt-ISO ist a must-have. Wirklich, also die ist so funktionell. Ihr wisst, ich habe schon seit 20 Jahren wahrscheinlich. Halt ewig. Und gerade jetzt bei dieser Jahreszeit zum Draufsitzen, nehmt es euch immer mit, die stört es überhaupt nicht. Ich habe hier mein EDC-Pouch drin. Ihr seht, was alles drin ist. Also nicht, dass ihr euch anlegt. Hier habe ich meinen Teekessel drin. Und hier ein ganz großes Paket, brutal riesig, und zwar ein Fresspaket für den Weitler. Und zwar ein EPA von der deutschen Streitkraft. Da bin ich echt gespannt. Natürlich Typ Chibabchichi, ihr wisst es. Ich glaube, so viel wie da drin ist, da klang ich persönlich 3 Tage damit. Also das ist wirklich sehr, sehr viel. Okay, dann haben wir da hier oben einmal durch, dann machen wir auf. Seitentaschen sind auch voll übrigens, also ich habe echt Zeug dabei. Ihr seht, dieser kleine Rucksack reicht locker. Ah, das ist auch Fire Dragon. Im Eil gelangt einer, aber ich habe euch die ganze Packung mitgenommen, dass ihr auch seht, wie es ausschaut. Das ist ein Feuerstarter, der aus 100% Natur ist und überall funktioniert. Also da bin ich echt gespannt. Das muss wirklich ein Bombenzeug sein. Hat mir einer aus dem Survival-Bereich schon empfohlen vor x Jahren. Muss mega gut sein. Taschenlampen, ganz klar, brauche ich für die Nacht. Pushbox, sehr wichtig. Und hier, das ist auch noch richtig cool. Und zwar ein Kissen. Das tue ich nachher dann außer, dass es nicht so feucht wird hier draußen. Und zwar ein richtiges Kissen. Also kein Aufblasbares, ein richtiges Schlafkissen. Das schauen wir uns später noch an. Und ja, eine Hängematte habe ich auch dabei. Da sind zwei wunderbare Bäume, da kann ich mir Hängematten einbauen. Ja, und hier in die Seitentaschen und oben am Deckel habe ich noch lauter Klarzeug drin. Das räume ich jetzt nicht aus, das wird dann im Laufe der Zeit ausräumen. Ihr seht, diese Isomatte braucht es unbedingt. Das ist sehr, sehr wichtig. Sage ich jedem Anfänger, der raus anfängt im Autobereich, kauft euch eine Falt. Glaubt es mir. Ja, es sind noch zwei Ausrüstungsgegenstände, die ich jetzt dann gleich brauche. Weil ich muss jetzt dann, wie gesagt, ein paar Stangenspanner hier, dass ich halt mein Tab drüber spannen kann. Und da habe ich mir ein Werkzeug ausgesucht. Ihr wisst, ich arbeite mit High-End-Werkzeug normal. Ich mag es aber einfach wissen. Ihr merkt es, ich bin richtig aufgeregt und bin gut drauf heute, weil mir das einfach so richtig Spaß macht. Das ist wirklich was für mich. Also ich bin ein Gear-Junkie, mir taugt das einfach. Und ich will wirklich das ganz klar sagen, wie es ist, definitiv. Und zwar habe ich hier eine Axt ausgesucht.
Und zwar von Miltec, glaube ich, die muss ich nachher noch nachschauen. Ich habe es ja unten verlinkt. Diesen Schutz übrigens ist ein Schutz von mir, von meiner Roselli R850, der kaputte. Ich habe es dann neu gekriegt, weil meine Kinder gespielt haben und haben das so draufgehauen auf den Stein. Und natürlich ist das dann sofort durchgegangen, weil meine Äxte schneiden wirklich, ihr wisst es, sehr gut. Ja, auf jeden Fall haben wir hier so ein Beil ausgesucht. Das ist keine Axt, sondern ein Beil. Und zwar sehr schwer, sehr massiv, aus Vollmetall. Bin echt gespannt. Also ich habe es gekriegt, das, was mich gleich einmal sehr negativ gestimmt hat, ist, es ist kein Schnittschutz dabei, den wo man wirklich nicht braucht, wenn man da drüber gelangt. Man müsste jetzt wirklich noch schleifen. Ich persönlich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich mag einfach sehen, wie das geliefert wird. Und wenn ich mal was kaufe, soll es auch funktionieren. Bin echt gespannt. Es macht einen stabilen Eindruck, aber ist schwer. Und von der Größe her ist es eigentlich ganz cool. Also das muss ich sagen, ist ganz cool. Aber wie gesagt, Schnittschutz müsste wirklich dabei sein. Bei mir war keiner drauf. Wenn man sich dann irgendwo in den Rucksack Löcher sticht, weil schneiden kann man jetzt nicht wirklich reden davon. Sie ist echt, naja. Vielleicht habe ich ja zu hohe Ansprüche. Aber jetzt kommt das Allergeilste, und zwar eine Säge. Ihr wisst, ich habe wirklich High-End-Sägen daheim und habe mich hier entschlossen für eine Cool Cock Lance. Eine Cock Lance. Okay, diese Säge habe ich in den Tent genommen und habe mir gedacht, okay, da werden wir ganz stark gespannt drauf, wie die funktioniert. Ihr seht, das ist eine Klappsäge, eine Zugsäge. Die kann man dann hier einstellen und sichern. Und somit ist die jetzt fest, dass es nicht zuklappt. Das ist schon mal sehr gut. Natürlich ist es jetzt nicht relativ dick. Das sagt aber gar nichts. Ich bin gespannt. Der Griff ist aus Kunststoff hier. Er schaut aus, ja, wenn er nicht wirklich viel aushält. Aber da kann man sich auch wirklich täuschen. Die kann extrem robust und langlebig sein. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Zum Beispiel jetzt mit der Säge mit der Lappländer. Die klang sich jetzt auch nicht recht stark anders auf wie die, aber die Lappländer habe ich schon auch 15 Jahre wahrscheinlich. Ist eine coole Säge. Ich bin bei der gespannt. Also sie ist brutal scharf, spitz hier. Also ich glaube, schneidet jetzt richtig gut. Und der Mechanismus, ja, klappt. Also ist wirklich fest drin. Sind wir gespannt. Der erste Eindruck war, um Gottes Willen, was ist das für eine Säge? Aber es wird einfach, weil ich ganz andere Werkzeuge gewohnt bin. Ich bin handwerklich viel unterwegs und ja, da braucht man da ein gutes Werkzeug. Aber da gibt es auch Werkzeug, mit dem wo man draußen arbeiten kann, wo es jetzt nicht so viel kostet. Die zwei werden wir jetzt einmal anständig testen. Super! Es ist so schön raus. Wahnsinn, geht es echt aus im Moment. Es ist super. Und ich muss jetzt ganz kurz noch mal was korrigieren. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich vorher gesagt habe, das Tab ist 3 auf 3 Meter. Es ist nämlich 3 Meter in der Länge und in der Breite 2,20. Das ist von Miltec, kostet 44,90, weil ich jetzt nachgeschaut habe. Und habe mich da getäuscht. Ja, man, das ist 3 auf 3 Meter. Tut mir leid. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, das Ganze ist hier an die Ecken halt gesehen vernäht, mehrfach vernäht. Auch diese Abspann, ja, Befestigungen hier sind gut vernäht und auch Stahlösen drauf. Das klang sich eigentlich gar nicht so schlecht an. In der Mitte ist auch was, das ist immer sehr wichtig, wenn man was machen kann. Also macht eigentlich einen sehr robusten Eindruck, das Ganze. Auf jeden Fall wasserdicht, definitiv. Und ja, sowas kann man nicht sagen, dass jetzt ein super Tab ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann es jetzt einmal spannen. Ich spanne es immer anständig. Wenn da was ausreißt, dann zeige ich es euch. Glaube ich aber nicht, weil das kostet 44,90. Dann gibt es von Miltec Name 1, glaube ich, für 14, 15, 20 Euro irgendwo um den Dreh. Das habe ich schon mal gekauft in Flecktarn und ich habe es gespannt. Gleich beim ersten Spanner sind mir Dösen ausgerissen. Schaut das viel, viel stabiler aus, deswegen habe ich es gewählt, weil das günstigere von Miltec kenne ich schon und das ist nachweislich ausgerissen, das kann ich beweisen. War ich sehr enttäuscht drüber, ganz klar, wenn man sich für 20 Euro rum ein Tab kauft. Ja, man sollte nicht so viel erwarten, aber mei, es ist halt doch ärgerlich. Und Buchheckern liegen hier auch überall rum, fallen direkt von da oben runter, kann man essen. Sehr geil. Vielleicht rösten wir heute noch ein paar. Mal schauen, ob ich Zeit habe.
Ja, wie gesagt, ich spann's jetzt einmal. Schauen wir mal. Erster Eindruck vom Taub. Ist gut, kann ich mich nicht beschweren. Und die Korrektur von der Maße habe ich schon. Fangen wir mal jetzt. Dazu schneiden wir jetzt einmal eine Stange um und spannen uns das Ganze mal. Ja, was mir jetzt gleich mal sehr, sehr positiv aufgefallen ist hier, und zwar hat das ganze Taub riesengroße Schlaufen. Das ist wirklich perfekt, seht ihr es gescheit? Ja. Und da kann ich sagen, ist bei wirklich hochwertigen Taubs teilweise nicht gut gelöst. Also die sind teilweise so klar, nur für Zeltheringe gedacht. Aber Bushcrafter haben die wenigsten Zeltheringe dabei, weil wir nutzen ja das, was wir in der Natur finden. Ich habe schon hin und wieder mal die Alu Zeltheringe dabei von der Bundeswehr, weil ich sehr gern nutze einmal und sehr gut sind, aber überwiegend nehmen wir einfach Stöcke her und da muss ich sagen, ist das wirklich groß, sehr gut. Ja, ich werde das Ganze jetzt hier auch genauso abspannen, wie ich es bei meinen Taubs mache, mit der gleichen Intensität quasi, aber bis jetzt schlagt es sich, also ich glaube, da reißt nichts aus. Schauen wir mal, ist drüber die ganze Sache noch. Also ich baue jetzt ganz einfach was auf, weil allzu viel Zeit habe ich nicht. Ihr seht, die Zanne steht schon ziemlich tief. Und ich muss auch noch Holz machen und alles. Ich bin ein bisschen zu lang wieder gewandert heute. Aber es ist immer das Gleiche. Ach, jetzt machen wir ganz normal die Schleife rein. Ja, diese EPA, wie es so schön heißt, da ist ja ziemlich alles drin, was man braucht, aber ich brauche jetzt einmal ein Wasser. Das ist wichtig, ich habe zwar eins dabei, mag aber das probieren. Man sieht, es sind vier Wasser dabei, 100 ml Trinkwasser, Aluminium verpackt, also langzeithaltbar. Da steht jetzt drauf, mindestens haltbar bis Ende März 2025. Dazu haben auch drei Getränkepulver isotonisch drin. Das ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man unterwegs ist. Das stimmt ganz gut. Also so Wasserreserven habe ich auch überall daheim und habe es im Auto auch drin. Und ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Man kann sich eine PET-Flasche schneiden, habe ich auch im Kofferraum drin, aber zur absoluten Not habe ich sowas drin mit BP5 und sowas. Man weiß ja nie, was passiert. Ja, wie gesagt, das ist jetzt dann von einer Firma TH Geier. Wesertal. Okay, ist noch in Deutschland hergestellt. Keine Ahnung, ich probiere es jetzt einmal, wie es schmeckt. Es hat einen leichten Schokogeschmack. Ein bisschen süßlichen Nachgeschmack. Wasser mit leichtem Geschmack anscheinend. Oder es kommt von der Verpackung, aber irgendwie ein bisschen süßlich. Ja, und weil wir gerade süßlich haben, hier ist auch noch ein Stück Schokolade drin, die werden wir jetzt auch mal ein Stück probieren. Schokolade ist ja immer gut, also gerade Winter, wenn wir raus sind, ist viel Energie drin, quasi Zucker. Da ist jetzt auch 553 Kilokalorien drin, Fett 32 Gramm. Kohlenhydrate 51 Gramm, davon Zucker 47, aber genau das brauchst du, wenn du draußen arbeitest und wenn du in der Kälte bist. Jeder weiß das, der wo Winterbiwak macht oder so. Schokolade ist A und O, ist wirklich so. Testen wir mal, wie das schmeckt. Ne, steht nichts drauf. 45% Kakao, weil ich den Vollmilchschokolade sowieso nicht so gern mag. Ja, gute Zähne, von dem her kein Problem. Einwandfrei, kann man essen, schmeckt gut. Ich mag noch. Der Kakaoanteil von 45% ist genau gut. Weil wenn ich über 50 hat, ist ein bisschen trocken, wisst ihr. Also für Outdoor. Sehr geil. Gerade wenn man jetzt ein Chili kocht da draußen, habe ich mir ein Rezept gezeigt. Dann schmeißt man noch so ein Stück ein. Perfekt. Chili und noch ein Stück Schokolade voll.
Also zartbitter. Okay, ganz kurz noch, wer nicht weiß, was in so einer IPA drin ist, ob das jetzt die originale Bundeswehr ist, bezweifelte, müsst ihr erst nachfragen. Aber ich habe Originale von der Bundeswehr gehabt, haben die ein bisschen anders ausgeschaut. Aber naja, vielleicht hat sich das geändert. Okay, wie gesagt, das Wasser drin, isotonisch, es sind Trekkinghexe drin, die sind bombastisch gut. Ah, und wie ich gerade sehe, sind, na, drei sind es, jetzt hat man vier. Drei isotonische Getränke. Es ist ein Roggenbrot dabei, geschnitten. Ist natürlich in der Dose hier fest zu, hält sie ewig lang. Das ist wirklich ein Langzeitprodukt. Es ist ein Leberwurst dabei, ein Landleberwurst. Und es ist Erdbeermarmelade dabei und Aprikose. Hier ist Hauptgericht, das Typ Chibabchichi. Ich bin einmal gespannt. Weil die von der Bundeswehr haben, wenn man das aufmacht, drunter Name eine Schicht drin, also eine Plastikschicht, so ein Kunststoff drüber, Frischhaltefolie oder was das ist. Und die zivile Version, wo wir ja alle kennen, von Buss oder wie die Firma heißt, haben das nicht drüber. Bin ich mal gespannt, ob sie das noch drüber haben oder nicht. Und hier ist noch ein wenig ein Beutel mit allerlei, also es sind Tempos drin, ist sowieso immer wichtig, dass man Tempos dabei hat. Es ist ein Tee drin, Zucker drin. Es ist ein Jakobskaffee drin, ist auch gut. Es ist hier Milch drin, Trockenmilch, Streichhölzer, Zucker nochmal. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist dieser Brühwürfel hier, fette Brühe. Also das ist wirklich was absolut überhaupt nicht abgeht, gerade im Winter, wenn man unterwegs ist. Eine warme Tasse fette Brühe ist wirklich echt gut, sei es da Gemüsebrühe oder Fleischbrühe. Aber da ist erst der Fleischbrühe, finde ich da fast ein bisschen besser. Braucht wahnsinnig viel Platz. Ich persönlich darf mir nie so ein Paket mitnehmen. Also ich darf das ausräumen, aber ich habe es drin lassen, dass ich es euch zeigen kann. Und da ist eigentlich wirklich alles drin. Wenn man mal einen Tag unterwegs ist, reicht das locker aus. Ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe das schon 100.000 Mal probiert. Ich in EPAs und die Franzosen, Norweger, Deutschland, keine Ahnung. Die besten, muss man sagen, sind die MREs von den Amerikanern. Da muss ich echt sagen, sind wirklich top Sachen drin. Sei es, das geht jetzt hier zum Beispiel ab, eine kleine Flasche Tabasco oder so ein Schlauchhitter, wo man Wasser einschüttet und eine chemische Reaktion stattfindet, dass man was erhitzen kann. Das ist da überhaupt nicht vorhanden. Also es ist eigentlich mehr eine Spielerei und hat jetzt mit richtigen militärischen nichts zum tun. Da empfehle ich wirklich die MRE, aber wie gesagt, die kann man sich auch kaufen, wenn man mal zum Fischen geht oder so zum Wandern, tut es das. Wow, Doppelwow. Also das ist echt die Überraschung des Tages bei mir. Ich habe jetzt schon 6 so Bäumchen umgeschnitten und das Ding, obwohl das so, ja, so windig ausschaut, wirklich gut, muss ich echt sagen. Also das, denke ich, wird die Überraschung des Tages, die kleine Sack hier. Also ich sage jetzt einmal, von der Haptik her ist es gar nicht einmal so schlecht, aber die Schneide, also die ist fast überhaupt nicht vorhanden, macht es natürlich sehr schwer, das Ganze jetzt zu bearbeiten hier. Aber ich sage einmal, wenn man es jetzt wirklich gut schleift daheim, dann kann man arbeiten damit und es ist wirklich stabil. Also es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht und aus dem Grund, weil es halt voll aus Metall ist, hält sich da wahrscheinlich ewig lang. Echt Überraschung des Tages, ohne Schmarrn.
habe was Positives gefunden. Also man kann arbeiten damit, aber was sehr gut ist, sind der Kopf. Die Hammerwirkung ist sehr, sehr gut. Also die ist jetzt besser wie bei meiner Hultafors und besser wie bei meiner Roselli. Muss ich echt sagen, obwohl das nur Bruchteil kostet. Aber hammern kann man schöner damit. Ihr seht, ich habe es gespannt, wird hab gespannt gehört. Es ist nichts ausgerissen. Scheint gut zu sein. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's zum Schlafequipment. Das muss ich mich echt umdrehen. Es wird so rapide. Dunkel, nicht dunkel, aber es wird jetzt schon später Nachmittag. Ich muss noch Holz machen. Aber nehmen wir die Säge. Cool. Die Axt. Für das Geld okay, weil es langlebig ist und robust. Aber jetzt einmal mein Mückenschild dahinter aufbauen, weil das brauche ich. Es sind schon wieder so viele Mücken da, wir haben schon wieder welche gebissen, gestochen. Und dann einmal die Isomatten rein und Schlafsack und so. Da bin ich am besten gespannt auf das Ganze. Okay, dann baue ich das jetzt einmal ein bisschen auf dahinter. Okay, jetzt haben wir beim Schlafsetup, ich habe mir meinen Mückenschelter aufgebaut. Das ist jetzt einmal wichtig, ich habe ein Dach über dem Kopf, es wird nicht regnerisch, gar nichts. Also laut Wetterbericht habe ich morgen Sonnenschein in der Früh. Jetzt ist zwar bewölkt, aber jetzt kommt die Isomatten, selbst aufblasbar oder selbst aufblasend. Keine Ahnung, wie man genau sagt. So, ich bin gespannt. Man macht es einfach auf, steht drauf und man öffnet das Ventil. Sitzt hier die Luft. Sie zieht die Luft wie Sau. Und ich stehe da drauf in der Packung, also auf der Verpackung, kurzes Nachpusten verhilft der Matte zu mehr Volumen. Jetzt ist noch sehr, sehr dünn. Wahrscheinlich war es das schon. Okay, ich will Isomatten ungefähr. Ja, da würde ich sagen, 1,5 cm. Das reicht eigentlich, wenn es gut isoliert. Okay, jetzt ist es weiter auseinandergegangen, jetzt ist es ungefähr auf, ja, ich würde sagen fast 3 cm auf dicken gegangen. Man sieht es wahrscheinlich gescheit. Jetzt ist es richtig cool. 4-mal nachpusten. Bei meiner Climate muss ich zwischen 8 bis 15 Mal, je nachdem, was ich für Isomatte nehme. Also relativ cool. Gleicht es gut aus. Doch, ist cool. Man liegt sehr bequem drauf. Wirklich. Sie ist ein bisschen schmal. Ich bin Seitenschläfer, von dem her geht's. Von der Länge her ist mit 1,85 für mich ausreichend. Also, cool. Ja, wieder mal ein bisschen angenehm überrascht. Hätte mir das schlimmer vorgestellt. Vor allem, sie ist wirklich schön weich. Richtig angenehm weich. Cool, jetzt bauen wir es mal rein. Ist also ein feines Teil. Macht das so Spaß. Und ich mache so ein Gear-Junkie, das ist furchtbar. Gear-Bitch, wenn man so sagt. Und mir macht das echt Spaß, weil nur so kann man echt Erfahrungen sammeln. Und ich würde das Equipment ja öfter mal ein bisschen öfter dabei haben. Nicht alles, aber manche Sachen. Cool. Ja, jetzt geht es weiter beim Schlafequipment. Jetzt haben wir noch einen Schlafsack und das Kissen. Das mag ich euch jetzt nicht vorenthalten. Das ist ein Basic Major. Steht da drauf. Es ist einmal ein richtiges Kissen, nicht aufblasbar, sondern einmal ein richtiges Kissen. Das ist bequem. Also
Manche mengen sie ja richtig hart und so. Das ist jetzt so mittel, also perfekt. Also ich mag es gern, also so cool. Und es steht drauf, Made in China, Polycotton 65 und Polyester. Und sagen wir, na, Polycotton, Polyester 65% und Cotton, also Baumwolle 35%. Also mir gefällt es, schaut richtig gut aus und ich wollte schon lange mehr sicher probieren, weil ich nur aufblasbare habe. Und bis auf mein Lux Below, was ich habe, bin ich mit den anderen nicht so glücklich geworden. Die Diskussion habe ich jetzt gerade gehabt mit meinen Abonnenten, mit denen ich auf Tour war. Da haben wir eben genau das gesprochen und die haben da auch manche das gleiche Kissen, nicht das Lux Below, sondern anders, aufblasbares. Genau das gleiche Problem haben die. Man rutscht drauf, es raschelt und das ist jetzt bei dem. Ich bin gespannt, ich will morgen berichten drauf. Jetzt hauen wir auch noch einen Schlafsack rein und dann muss ich weitermachen, weil ich habe noch einiges zum Machen heute. Ja, haben wir jetzt hier diesen Katalog vom Bundeswehrshop online mitgenommen, weil ich natürlich auch nicht alles auswendig weiß. Dazu habe ich die Ausrüstung zu kurz. Aber ich möchte jetzt kurz was sagen zu diesem Schlafsack hier, weil Schlafsack ist natürlich wichtig. Ich habe ein Miltec Kommando daheim. Den gibt es da drin auch. Der Miltec Kommando kannst du wirklich nur im Sommer hernehmen, im wirklichen warmen Sommer. Da ist er bequem. Aber das ist jetzt der Miltec Mumienschlafsack 400. Der ist ganz schön lang. Also er ist 2,30 Meter auf 80 auf 50 und hat ein Gewicht von 1800 Kilo. Hat einen Wärmekragen mit Schnürung, ist in Miltex FG. Genau. Habe ich jetzt schnell abgelesen und ihr seht, Packmaß ist ganz schön mächtig für das, dass kein Winterschlafsack ist, weil man findet keine Temperaturangaben. Aber ich habe ein bisschen so nachgeschaut und ich habe gefunden, dass so bis 5 Grad plus ist dann so der Bereich, wo man sagt, okay, jetzt wird es langsam lauwarm drin. Also bei mir wahrscheinlich bis 0 Grad, ich bin nicht so kälteempfindlich, ich mag es eigentlich ganz kühl. Und es ist mir so ein Sommer-Herbst-Schlafsack. Wie er auf Feuchtigkeit reagiert und so, weiß ich nicht. Aber wundert mich eigentlich, dass im Katalog nichts drinsteht, sogar ein Verbesserungsvorschlag. Temperaturbereich steht da gar nichts drin. Ich finde nichts. Entweder bin ich jetzt da zu dumm, aber ich finde nichts. Er hat 100% Polyesterfüllung, ja, das war mir klar. Es ist klar, dass da Polyester drin ist, bei sich eine Schlafsäcke. Aber mir gefällt einfach der ATEX, also er schaut ja auch mal richtig cool aus. Das muss man Miltec schon lassen, also der ATEX von denen ist schon richtig geil, okay? Der ist ein bisschen glänzend vom Nylon-Material her. Das Ding ja Nylon. Ja, schaut ja schon mal ganz vernünftig aus, da ist ein bisschen Faden drin. Da klang sie eigentlich schon warm an, dick an. Wie so eine große, schwere Decke klang sie da. Hat auch ein gutes Gewicht. Also ich glaube, so kalt kann der gar nicht sein. Der Wärmekragen. Ja. Ist wieder auch ein Wärmekragen. Okay. Ich will morgen berichten, wie ich drin schlafe, wie ich mich bewegen kann. So. Sind wir gespannt. Also cooles Teil, also von der Farbe her. Cool. Gefällt mir. Okay, ihr habt es in der Nahaufnahme gesehen, also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dieser Schaft hier, dieser Stiel, ein Vollmetall ist, aber dem scheint nicht so, er ist sehr, sehr dick, das hört man. Aber ich habe zweimal daneben gehauen ein bisschen, nicht so drauf, sondern hier, und das soll es eigentlich schon aushalten, aber es ist sofort eingebeult, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, es ist nur eingebeult, aber ich denke, wenn man öfter drauf haut, dann wird sich der ganze Kopf biegen. Also das gefällt mir überhaupt nicht, muss man sagen, wenn sowas beim ersten Mal schon passiert, ne, also ist dann nichts Gescheites, im Gegensatz zu dieser Säge hier, die hat mich wirklich sehr, sehr angenehm mittlerweile überrascht, aber die Axt
Naja, ich arbeite mal ein bisschen weiter jetzt. Ja, ihr seht's, mein Lager steht, gar nichts Großartiges heute wieder. Einfach nur ein bisschen was aufgebaut, weil ich auch nicht so viel Zeit habe, weil ich ja halt beim Wandern wieder war. Und von dem her gibt es ein kleines Lager, aber das ist perfekt. Also man kann sitzen, man kann ja kochen, man kann schlafen, wenn es regnet rein. Mehr braucht man nicht, ich habe ein bisschen Kleiderständer und. Das wisst ihr, wie es bei mir läuft. Und jetzt schauen wir mal diese British Fire Dragons an. Bin ich ja ganz gespannt drauf, weil ich kenne sie ja nur vom, ja, von Erzählen. Und die sind hier drin. Fire Dragons. Ja, ich habe es jetzt einmal rausgenommen. Es scheint so, als wenn es so ein Gelee wäre. Ein ganz dickflüssiges Gelee. Das Ganze ist 100% natural, non-toxic. Und man kann es als antibakteriellen Handcleaner hernehmen. Ja, da bin ich gespannt. Wichtig ist für mich, dass ich meinen Feuerstahl anzünden kann. Da bin ich echt gespannt, dass ich das hinkriege. Werden wir heute auf die Nacht testen. Ich lege mir an daher. 6 Stück sind drin. Angeblich müssen es wirklich nicht schlecht sein, gerade für eine Notfallsituation. So was liebe ich. Von dem her bin ich heute schon sehr, sehr gespannt. Der Schnaps ist stärker wie das da. Blutwurz. Ja, okay, soweit steht jetzt wie gesagt alles. Und ich will jetzt ein bisschen für Bushbox Holz machen. Ich will es aber auf keinen Fall mit dieser Axt hier klein machen. Weil ich finde, da ist ja vorprogrammiert, dass ich mir weh tue, weil das Teil einfach nicht schneidet. Und die Leute, die mit, zum Beispiel mit Äxte oder Messer arbeiten, wissen das. Ein Werkzeug, wo es nicht schneit, da tut man sich weh. Nicht mit einem Werkzeug, wo es schneit, sondern mit einem, wo es nicht schneit. Das wissen nur die Leute, die wirklich fein damit arbeiten. Und das ist mir einfach zu gefährlich, damit zu spalten, dass ich mich dann richtig aufhaue. Meinen Finger will man deswegen nicht abhauen, so scharf ist es nicht. Aber das muss jetzt auch nicht sein, von dem her will ich kleine Stöcke herunterschneiden. Und jetzt alles daherrichten, weil ihr seht, die Sonne ist jetzt bald weg. Das geht jetzt echt ruckzuck im Herbst. Das ist ein bisschen der Nachteil. Es ist echt wunderbar raus, aber es ist einfach schon um 6 Uhr dunkel momentan. Das ist halt brutal. Gerade da vom Wald herin, es wird einfach echt ruckzuck dunkel, aber das macht nichts. Machen wir uns dann ein schönes Feuer und kochen wir uns ein bisschen ein EPA und dann hauen wir uns dann Schlafsack rein. Das ist das Highlight für mich. Da zum Schlafen halt, das zum Testen interessiert mich am meisten, weil ja, das interessiert mich einfach. Ich kann sich ändern. Und jetzt mache ich mir ein bisschen Holz. Ja. Es ist ganz schön spät geworden, wird schon langsam dunkel. Der Zong, so wie es mit Jana Erdner, weil es wird langsam frisch drin. Und dann machen wir jetzt damit Feuer und kochen wir uns einmal unser EPA. Ja, und dann bin ich gespannt, wie dieser Feuerstarter, dieser Dragonfire hier funktioniert. Okay, dann nehmen wir das gute Stück jetzt einmal raus. Do not eat, also nicht essen. Und es ist ein umweltfreundlicher Brennstoff. Schauen wir mal. Schmeckt, oder?
fast gar nichts. Jetzt sind wir mal gespannt. Mit dem Feuerstahl, ob es funktioniert. Ja, leck mich am Arsch. Das geht ja einfach. Das geht ja wirklich sehr einfach. Okay. Man sieht das ganze Gel, brennt es. Heim und frei, wirklich mal. Das geht echt gut ab, das Teil. Muss man wirklich sagen. Ihr seht es selber, wie das brennt, wie schnell, wie intensiv. Mit ein paar Funken Start, also das ist echt geil, das Zeug. Und es ist naturell. Aus was genau besteht, weiß ich leider nicht. Will aber mal nachschauen, das interessiert mich. Aber ist echt top zum Feuermachen. Gerade im Winter jetzt oder zur nassen Jahreszeit. Cool. Okay. Schauen wir Feuer. Gut. Also dieser Brennstoff brennt jetzt immer noch unten drin. Da hat sich verflüssigt komplett und brennt intensiv. Also das ist wirklich ein super Zeug. Kommt auf jeden Fall bei mir ins Sortiment eine, weil das ist halt wirklich was jetzt nicht für immer, weil ich mache halt gerne auch mit Birkenrinde Feuer und so, aber wenn es einmal pressiert oder gar nicht funktioniert, die Sachen kennen wir ja, gerade jetzt, wenn es nass ist oder so, dann schmeißt man mal sowas rein, ist einmal richtig cool. Also ich bin immer gern offen für was Neues, das gefällt mir. Das ist ein riesen Fresspaket, das schaffe ich nie. Also das kann ich nie alles essen. Ja. Wahnsinn. Okay. Aber jetzt machen wir uns einmal diese EPA. Die machen wir es heute in der Pfanne. Oh, die ist noch gescheit heiß. Die machen wir es heute mal in der Pfanne. Nicht immer im Alu-Schälchen oder wie man das sagt. In der Aluschale. Weil das einfach ja Giftstoffe sind, das ist ja klar. Ich tue jetzt heute in die Pfanne raus, dann machen wir es einmal schön in der Pfanne drin. Also ihr seht, ich mache jetzt gerade meine Pfanne sauber und ich muss echt sagen, dass das Typ Chibabchichi besser geschmeckt hat wie das Zivile. Es ist fast irgendwo von der Konsistenz und so gleich, aber vom Geschmacklichen her war es ganz anders, also viel besser. Also ich finde, das war jetzt besser wie die von Buß, wo ich vorher gesagt habe, wo man überall in die Discounter kaufen kann. Kann aber auch daran liegen, weil ich es heute das erste Mal in der Pfanne gemacht habe. Und habe Wasser dazu weiter. Das war richtig gut jetzt. Also echt ohne Schmarrn. Hat richtig gut geschmeckt. Und jetzt mache ich das alles sauber und dann lassen wir es uns ein bisschen Gurke raus. Jetzt sitze ich da, habe jetzt ein schönes Guinness getrunken, war jetzt richtig schön, habe schön ins Feuer reingeschaut, haben wir es jetzt gut gelassen und jetzt merkt man es, jetzt wird es richtig kalt, richtig frisch jetzt. Also jetzt zieht es ganz schön ab. Bin ja, wie gesagt, so auf 950 Meter oder 1000 Meter rum, da ist es ein bisschen frischer, Mittelgebirge, Bayerischer Wald. Ja, ich mache es jetzt so, ich habe hier da meine Unterhosen dabei, Merino-Unterhosen, die wir jetzt anziehen und dann hauen wir in den Schlafsack rein und dann bin ich schon sehr gespannt, wie die Nacht wird heute mit diesem Schlafequipment, mit dieser Isomatte, Schlafsack und Kopfkissen vor allem, bin ich sehr gespannt, wie wir morgen in der Früh gleich berichten. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der Früh, ich hau mir jetzt ein, weil ich bin jetzt müde und schlafe jetzt ein bisschen, gute Nacht.
Morgen, grüß dich, servus. Ja, ihr habt es jetzt gesehen an den Bildern. Brauche ich nicht viel sagen, wie geil das war, wie wunderschön der Sonnenaufgang war in diesem Herbstwald, in diesem Mischwald im Mittelgebirge 1a. Ich hoffe, ihr seht es mir. Ich glaube schon, es raucht jetzt ziemlich her, wird aber gleich aufhören. Und ja, das können wir schnell mal besser machen. Warte mal ganz kurz, Feuerblaser. Ja, genau, es ist besser, seht ihr, das ist einmal im Freien. Ja, es war wirklich traumhaft, meine Nacht, da drin, perfekt. Ich habe super bombenmäßig geschlafen. Ich bin aufgekommen mal um 4 Uhr circa, habe die Augen aufgemacht, ich war topfit. Ich glaube, das kennt ihr, ich war topfit, ich wollte eigentlich dann schon aufstehen, bin aber dann ein Linkblind bis um 6 Uhr. Und habe mich ein bisschen da drin rumgedreht und einmal im Freien, also super, also wirklich schön. Da kann ich gleich sagen, weil das ist natürlich jetzt auch ein kleines Fazit, möchte ich jetzt da abgeben, gleich in der Früh von dieser Ausrüstung. Da habe ich auf dieser selbst aufblasbaren Isomatte geschlafen, in Verbindung mit diesem Miltec-Schlafsack und diesen Kopfkissen. Es hat sich super geschlagen, wirklich. Also vor allem die Isomatten habe ich wahnsinnig überrascht, die war so bequem. Ich möchte es wirklich sagen, die Nacht war sogar bequemer als wie auf meine Climate. Also wirklich sehr bequem. Der Nachteil ist, ich habe ein großes Packmaß, aber mega bequem, wirklich super. Die war echt gut und dieses Kissen war Oberklassiker, muss ich jetzt absolut gleich mal loben. Ich habe so gut auf den Kissen geschlafen, also ich will mir das Kissen auch in nächster Zukunft immer mitnehmen und nicht mehr die selbst aufblasbaren, zwar einmal, aber es ist wirklich super bequem, dieses Kissen. Wie daheim, echt. Auch der Schlafsack hier, sauber zu warm. Also er ist, glaube ich, angegeben, Temperatur, im Katalog steht nichts drin, aber was ich noch gelesen habe im Internet, das ist ja der 400er, ist angegeben bis, glaube ich, 5 Grad plus, ist so der Extrembereich quasi. Es hat ja draußen, denke ich mal, gehabt, so 5 bis 7 Grad, mir war es sauber zu warm, ich habe drunter einfach nur eine Merino-Unterwäsche angehört und lange Socken, auch, wollte ich mir noch schnell sagen, vom Bundeswehrshop Online. Die haben jetzt, glaube ich, von der Eigenmarke vom Bundeswehrshop Online, die haben, ja, so Strümpfe. Ich mag es sehr gern so hoch, die ist schön über die Waden gängend und somit ist es schön warm drin. Also ich habe die Socken schon den ganzen Tag an. Perfekt. Super gut geschlafen. Schlafsack, viel Platz drin, einwandfrei. Also man kann sich wirklich umdrehen drin. Er ist 2,30 Meter, glaube ich, sogar lang. Also man hat echt Platz drin. Auch das Kopfkissen passt vorne schön in diese Kapuze rein. Einwandfrei, also wirklich, leuge nicht, cool. Ja, ist okay, 1800 Gramm ist ja schwer, für das, dass der Sommer-Herbst-Schlafsack ist, aber er ist echt cool. Also der Reißverschluss macht mir ein bisschen so einen Eindruck, okay, weiß ich nicht, ob der lang hält, kann ich nicht sagen, kann mich auch täuschen, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ist nur Eindruck gewesen, aber es war nichts beim Reißverschluss bis jetzt. Und ansonsten halt auch wirklich gut geschlafen drin. Genau, da möchte ich noch ein paar Sachen ansprechen, wie jetzt, was habe ich denn jetzt hier? Genau, gehen wir es einmal durch. Diese Feuerstarter ist echt für Leute, die das erlernen mögen, die Feuermacher erlernen mögen, eine gute Alternative, sage ich mal so. Für mich, ich kann es Feuermacher weitgehend relativ gut, aber trotzdem greife ich auf sowas öfter mal zurück. Gerade unter erschwerten Bedingungen im Winter oder so, wenn es richtig kalt ist und alles nass ist, man findet nur nass Holz und so. Perfekt, also hat mich absolut begeistert, kommen bei mir definitiv ins Sortiment rein, auch gerade für einen Notfall, einwandfrei. Sprich für einen Notfall, wenn man jetzt irgendwo einfällt ins Wasser, man muss schnell ein Feuer machen, perfekt, wirklich gut. Hätte ich sogar noch probieren können, dass ich mir Wasser drüber schütte, aber ich glaube auch dann brennen sie, also das ist wirklich gutes Zeug. Da ist der Rucksack, habe ich gestern schon ein paar Worte gesagt, kann ich es auch nicht viel sagen. Weil ich natürlich es auch noch nicht so lang Test habe und so. Es ist ja der normale Bundeswehr-Kampfrucksack. Er ist für eine Tagestour ausreichend. Tragekomfort ist echt okay, muss man sagen. Wie gesagt, dort sehe ich hinten diese Faltisomatten rein als Rückenplatten. Tue ich fast bei jedem Rucksack, wo ich habe. Passt aber wunderbar rein. Und das ist sowieso must have. Also ohne dem geht man sowieso nicht raus. Faltisomatten, gerade jetzt im Winter.
cool. Also wir sehen, schlagt, ob irgendwelche Nette aufgängen oder Träger abreißen. Ich kann es nicht sagen, weil ich müsste jetzt länger testen. Vielleicht nehme ich noch öfter mal ein bisschen mit jetzt noch und kann dann einmal wieder ein Feedback abgeben. Begleite einfach meine Videos in nächster Zeit und da habe ich mit Sicherheit manche Ausrüstungsgegenstände öfter dabei und kann dann ein bisschen Langzeiterfahrung drüber abgeben. Ja, die Erfahrung von dem da zum Beispiel, von diesem ja, Beil, es klang sich übrigens auch wie so ein alter Griff von einer Makarov, keine Ahnung. Das ist irgendwie so. Ja, es ist nicht mein Fall. Also auch hier der Schaft oder der Stiel, dass der Bong ist hier, ist echt schwach. Also muss ich echt sagen, bin ich jetzt nicht begeistert davon. Wenn es beim ersten Mal schon so ist, dann beim zweiten Mal haut es dann ein Kopferschwein runter. Es war nicht scharf, es ist kein Schutz dabei. Also wenn ihr euch ein Beil kauft, schaut mal, zum Beispiel, wenn ihr beim Bundeswehrshop online schaut oder irgendwo anders, es gibt meistens diese Krallenbeile von der Bundeswehr, die habe ich schon 25 Jahre im Gebrauch gehabt und geht immer noch, ich habe sie mir einstellen müssen, mittlerweile ist bei mir im Auto hinten drin, kostet wesentlich, also nicht wesentlich mehr wie das und hat es aber auf der sicheren Seite, das ist ein Hickory-Holzgriff und ist ganz was anderes, also, da kann man ganz anders arbeiten, das ist eigentlich mehr so, ja. Das kauft man und ist ein Fehlkauf. Also in meinen Augen kann jeder was anderes sagen. Vielleicht hat es einen, benutzt schon 3 Jahre und ist top zufrieden. Ich finde es nicht so toll. Da habe ich noch irgendwo die Säge. Muss mal schauen, die liegt jetzt irgendwo hier rum. Die Säge, ihr habt es ja sowieso gesehen in meinen Videos, die ist echt die Überraschung schlechthin. Also die hat mich total überrascht, die hat mir gar keinen Ruhe lassen. Dass diese Säge, die so unscheinbar ausschaut und wie ich schon gesagt habe, wie es rausgenommen habe, schaut aus, wenn es gleich auseinanderbricht. Geht einwandfrei. Echt cool, die geht wie die Sau, die Säge. Ob sie jetzt lang scharf bleibt, weiß ich nicht. Aber ich habe mich gestern echt voll gesägt. Also einwandfrei, ich habe da unten auch diese großen Teile durchgesägt. Das habt ihr gesehen, das sind sicherne Geräte. Das ist Hartholz. Liegt zwar schon eine Zeit rum, aber es ist richtig hart innen. Das hat die Säge echt geschafft, also ohne Probleme. Gell? Also muss ich mir schon zugute halten. Also war ich wirklich sehr, sehr überrascht. Ja, auch hier, weil ich es noch sehe, um diese Jacke von der Eigenmarke von Bundeswehrschaft Online, dieser Anorak, diese Schlüpfjacke, super, richtig cool. Ich habe es gestern wieder relativ schnell abgezogen und heute auch wieder, weil mir die Jacke einfach zu warm ist. Also mir ist das einfach zu warm momentan, die ist gefüttert innen. In Verbindung mit dieser Jacke ist die sauber zu warm. Also es war besser, ihr kauft euch den Hoodie, ich glaube Hoodie heißen die, oder? Ungefüttert, gibt es nämlich auch und zieht es über so eine Jacken drüber. Da hat es dann besser, weil man schwitzt sie echt da. Also mir ist einfach zu warm gewesen. Also das. Aber so ist die Jacken sehr, sehr cool. Gefällt mir ganz gut, wird auch länger in Gebrauch sein bei mir, weil ich es einfach gern mag und ich würde dann auch mal testen, wenn es regnet, wie sie sich da verhält. Hat leider nicht geregnet, muss aber auch nicht sein heute unbedingt. Aber ja, für das Geld echt geile Jacken. Erscheint mal ein sehr robuster Stoff und so. Cool. Ja, und das haben wir noch hier. Das sind also quasi absoluten Überraschungssieger, würde ich sagen, ist diese Jacke hier. Auch vom Bundeswehrshop Online, Eigenmarke. Also die würde man noch in andere Farben stellen, weil ich die einfach total gerne mag. Also die ist richtig cool. Ich weiß nicht, ob es mir steht, keine Ahnung, aber mir taugt es brutal. Ist mir auch wurscht, ob es mir steht da draußen. Ich muss keinem gefallen. Aber richtig bequem, geil, auch die Anordnung von den Taschen, super, Druckknöpfe, geht alles einwandfrei, macht einen sehr robusten Eindruck, absolut der Gewinner quasi schon fast. Auch diese Hose von Branded, die ist im Used Style, wie man sagt, haben schon Löcher drin und so, hier ist ein bisschen übergenäht, so schaut es halt aus, ist total bequem, absolut bequem die Hosen. Ich will es waschen und privat ertragen jetzt, weil ich es einfach wirklich, wirklich gern mag. Geile Hosen. Auch diese Mütze hier von Blöchel, Merino-Mütze, kann ich euch absolut empfehlen. Ich habe gestern auch sehr viel geschwitzt, auch wie ich rumgegangen bin, wie ich gewandert bin. Dann habe ich es ausgezogen, trocknet sehr schnell. Also ist angenehm zum Tragen. Auch in der Nacht habe ich es aufgehabt. Zum Schlafen ist natürlich sehr wichtig. Da ist die gerade richtig gut, weil die liegt schön an, ist eng. Also was heißt eng, ist dünn, stört jetzt beim Schlafen überhaupt nicht. Also, und jetzt braucht man raus eine Mütze momentan, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also die sind absolut so meine Favoriten.
EPA, kann ich noch mal kurz ansprechen, habe ich noch einen Haufen Frühstück drin, Ragenschrottbrot. Ich will jetzt dann diese Trekkingkekse noch ein bisschen essen, vielleicht so einen isotonischen Drink und mal schauen. Also, ja, für, ich sage jetzt einmal, für Leute, die mal rausgingen, können sich einmal eins mitnehmen. Ich stelle mir mein Zeug meistens selber zusammen und koche überwiegend frisch in der Pfanne. Aber es ist ja so nicht schlecht. Vor allem diese EPA hat besser geschmeckt für die zivile Version. Warum auch immer. Ich habe es gestern das erste Mal in der Pfanne drin gemacht. Sie war einfach besser, hat besser geschmeckt. Also ich will es jetzt probieren. Ich habe es daheim noch, die zivile Version auch in der Pfanne zu machen, mit ein bisschen Wasser, Salz und Pfeffer dazu, ob die ähnlich schmeckt. Das hat anders geschmeckt, besser. Also cool. Ja, dann sind wir soweit durch. Und an dieser Stelle hier, jetzt mal kurz, ich muss noch ein bisschen trinken. An dieser Stelle möchte ich dem ganzen Team vom BW Online Shop jetzt einmal nochmal danken, dass wir das ganze Equipment hier zur Verfügung gestellt haben, dass ich das einmal testen könnte unter reellen Bedingungen und meinen Senf dazu abgebe. Hoffe, ich habe es alles gut gemacht, dass es euch gefällt. Ich habe es sehr ehrlich bewertet, das Ganze. Natürlich kann ich jetzt noch nicht so viel sagen drüber, weil ich müsste jetzt länger testen, aber ja, das Kissen, weil es jetzt gerade da liegt, wie viel länger dabei haben jetzt, nicht nur einmal, und weil es mir jetzt schon gut gefällt. Und dann, wie ja, wie es bei mir bei allen Sachen ist, immer in die Touren in nächster Zeit mal Erfahrungswert oder Erfahrungswerte weitergeben an euch. Und ja, echt cool, dass es da mir eine Firma gibt, die mich da unterstützt und mir das zur Verfügung stellt, dass ich es einfach testen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, jetzt schaut es so aus, ich würde noch ein bisschen Kaffee trinken, haue mich dann in die Hängematten. Da können wir mir ausschalten, die brennt auch schon die ganze Nacht und gestern schon den ganzen Tag. Will noch ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen das genießen und dann, wie gesagt, geht es weiter zum Wandern. Ich bin ja im Dreiländereck unterwegs hier und wir jetzt hier dann noch ein bisschen weiter wandern auf so einen Hochweg da Affe. Das ist halt das Problem, weil da ist gleich Tschechei drüben, hier ist Österreich. In Tschechien darf man momentan nicht betreten wegen Covid-19. War natürlich sehr cool, weil da gehen wir jetzt runter zum Blöckensteinsee, wer den kennt, den Adelbert-Stiftersteig entlang. War mega geil, aber den kann ich leider nicht gehen, denke ich mal. Und somit will ich ein bisschen woanders hinmarschieren. Vielleicht filme ich das Ganze ja noch mit ein paar Impressionen. Und dann spät abends zurück zum Auto. Wir dann auch noch irgendwo etwas essen und ein bisschen so Kaffee trinken. Und wie gesagt, später zum Auto zurück und dann muss ich noch knapp 200 Kilometer heimfahren. Aber das fahre ich gerne heim dann mit einem Grinsen im Gesicht noch so einem geilen Erlebnis wieder. Echt really cool. Also echt, echt geil. Ja, an der Stelle dann nochmal danke für alles, auch für die Zuschauer, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir, schreibt es mir an. Ich versuche alles zu beantworten. Wisst ihr ja, manche Sachen flutschen durch. Ich kann einfach nicht alles bewältigen, aber ich versuche es. Und ansonsten, wie gesagt, ist unten alles verlinkt. Schaut es rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage an der Stelle jetzt. Für euch. Bleibt ehrlich, gesund, anständig. Wir sehen uns demnächst wieder. Der Weitler sagt, für euch.